Die Zukunft erschien mir so klar, als ich alles nochmal durchlebte. Als ich den Moment meiner Abreise erreicht hatte, war das vorbei. Seitdem orientiere ich mich nur noch an dem Plan und den Visionen. Ich wusste, dass Jack zu mir kommt. Das hatte ich gesehen. Aber ich wusste nicht genau, warum oder wie es enden würde. Da ist er. Sie hatten recht. Meine Visionen der Zukunft sind nicht immer klar, aber sie lügen nicht. Apropos Lügen. Joyce sagt, er hätte die Zeitmaschine seines Bruders gefunden. Wir haben sie 17 Jahre lang gesucht und er findet sie in weniger als einem Tag? Klingt eher unwahrscheinlich. Und doch wissen wir, dass sie da draußen ist. Aber nicht, was ihm sein Bruder sagte. Wenn er die Maschine gefunden hat, würde er es Ihnen verraten? Ich vermute, dass er sie reinlegen will. Vielleicht, aber die Maschine ist da draußen. Und wir werden herausfinden müssen, wo. Wenn Jack es weiß, muss ich mit ihm reden. Dr. Joyce hätte uns die Antwort auf diese Frage geben können. Williams Einstellung und Wissen haben ihn zu einer Gefahr gemacht. Wird dieser wütende junge Mann denn kooperativer als sein Bruder sein? Ihr Urteilsvermögen ist dadurch getrübt, dass Sie sich an Jack als einen guten Freund erinnern. Sie müssen Ihre Gefühle aber außen vor lassen. Das tue ich. Dann vergessen Sie nicht, weshalb wir hier sind. Nach allem, was geschehen ist, brauchen unsere Leute das Gefühl, dass wir alles unter Kontrolle haben. Sie sind derjenige, der Sie auf unsere Seite bringen kann. Ich kümmere mich um Joyce, damit Sie sich auf Ihre Rede konzentrieren können. Ich weiß, was hier auf dem Spiel steht, Martin. Blinzeln Sie nicht mal. Da bist du ja. Ich wollte mir den Lebensstil der Kranken und Verräter einmal aus der Nähe ansehen. Und es war eine so nette Einladung. Wie wollen Sie das jetzt machen, Paul? So, hallo und herzlich willkommen. Das war der Beginn oder die weiterführende Story zu einer weiteren Folge von mir in Quantum Break. Paul, und was sollen wir wegen Joyce unternehmen? Ja, gute Frage. So, wir dürfen jetzt auf deine persönlichen Angelegenheiten oder den Auftrag konzentrieren willst. Heidewitzka. So, das heißt, erstmal ein bisschen. Ich könnte noch immer versuchen, Jack zu erreichen und ihn zur Vernunft zu bringen. Oder Hedge könnte sich um ihn kümmern, damit mich nichts von der Leitung Monarchs ablenkt. Ja, und jetzt geht's wieder los. Was soll ich machen? Persönlich? Oder Dings? Ich würde sagen, wir machen erstmal persönliches Zeigen. Ich bin in die Vergangenheit gereist und habe versucht, alles zu ändern. Beantworte mir diese Frage, Paul. Ich habe Jack mehr vertraut als sonst jemandem. Es war meine einzige Chance, ihm die Wahrheit zu erklären. Was soll das heißen? Niemand hat den Schützen gesehen. Aber wenn ich nicht dort wäre, um meine Rede zu halten, würde mein Imperium wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. So, dann gucken wir mal das Geschäftliche. Ich glaube fest, dass Hoffnung zu Fehleinschätzungen führt. Und wie wir beide nur zu gut wissen, Mr. Joyce, können Fehleinschätzungen schnell zu Katastrophen führen. Und damit bleiben mir nur Sie, Mr. Joyce. Aber mein alter Freund wäre ein hoffnungsloser Fall. Tot und begraben, zusammen mit dem Rest meiner Vergangenheit. Heute wird gefeiert. Gefeiert im Angesicht der Dunkelheit. Heute feiern wir, weil ich versprochen habe, dass wir bereit sind. Mit meiner Anwesenheit würde Monarch stärker werden. Der Plan würde sich wie vorgesehen entwickeln. So, ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal, wie gesagt, persönliches. Das bedeutet, Serene beschließt, sich auf seine Beziehung zu Jack zu konzentrieren, um Monarch für den Moment sich selbst zu überlassen. Oder geschäftliches zeigen. Serene beschließt, sich auf die Leitung von Monarch zu konzentrieren, anstatt zeigt, mit Jack zu verschwenden. Beim letzten Mal habe ich ja die Wahl gemacht, dass er sehr kompromisslos ist. Würde bedeuten, ich müsste jetzt eigentlich echt auch geschäftlich nehmen, weil persönlich würde das ja in eine ganz andere Richtung schieben.
Und da bin ich jetzt mal diesmal schneller, ich mache es. Wir sind schon zu weit, um uns noch ablenken zu lassen. Reden Sie mit ihm, finden Sie raus, was er weiß. Dann werden Sie ihn los. Du hast so ein weiches Herz. Ich weiß, dass es für dich nur um uns beide geht, Jack. Aber das liegt alles in der Vergangenheit. Und ich habe eine Rede vorzubereiten. Ich habe gesehen, wo es ihn führt. Ich war am Ende der Zeit und bin ihm entkommen. Bis ins Jahr 1999, wo alles begann. Ich habe versucht, etwas zu ändern. Aber durch den Versuch sind diese Dinge überhaupt erst passiert. So, Ladesequenz und 46% stimmen meiner Wahl zu. Und dann würde ich mal echt gespannt sein, wie sich die Story jetzt entwickelt. Die Zeit löst sich auf. Irgendwie hat sich Monarch die ganze Zeit darauf vorbereitet. Es gibt da etwas. Sie nennen es Rettungsboot-Protokoll. Und das kann uns retten, zumindest ein paar von uns. Sie repräsentieren Monarch schon seit vielen Jahren, Martin. Aber lassen Sie mich eins klarstellen. Es ist immer noch mein Schiff. Aber Sie denken nicht klar. Sie brauchen Ihre Medikamente. Willst du hin? Ich. Auf eine Party. Wir könnten ja zusammen hin. Was wollen Sie von mir? Jeden, der Monarch belasten kann. Fick dich. Nein! Wir haben endgültig den Kontakt zu Jack Joyce verloren. Sie müssen ihn finden. Bitte! Sofort! Liam, das ist nicht, wonach es aussieht. Nein! Nein! Er ist fort! Alle Sicherheitskräfte, Fokus auf Liam Burke. Er ist bewaffnet und gefährlich. Ja, das war ein kurzer Zusammenhang, was bisher passiert ist. Ja, Quantum Break. Episode 2. Gefangener. Oder auf Englisch Prisoner. Atme. Sie verlieren ihre Wirksamkeit. Die sind okay. Nein, ich muss etwas Neues entwickeln. Du solltest heute Abend ausspannen. Du arbeitest auch so schon viel zu viel. Ich habe ein paar Tests gemacht. Zu den temporalen Anomalien. Sie werden immer häufiger und dauern länger an. Die hören auf, das sagte ich doch. Du musst in Betracht ziehen, dass du womöglich falsch interpretierst, was du... Es ist nicht falsch. Ich muss mich auf meine Rede vorbereiten. Sophia, mach dir nicht so viele Gedanken. Tut sie aber doch. Ich bin einfach nicht in der Stimmung, etwas zu trinken. Oh. Harter Tag? Ja. Ja, meiner auch. Wie kommt's? Ich sitze auch nicht den ganzen Tag nur rum. Also ehrlich. Mhm. Wir hatten, also es gab ein paar interne Probleme. Interne Probleme? Mhm. Und jetzt lässt du mich einfach hängen? Oh ja, es sind interne. Charlie. Okay. Ich
habe geholfen, einen Verräter zu fangen. Ein Verräter? Gab es deshalb diesen ganzen Aufruhr heute? Ja, das war ich. Wer war es? Ich meine... Wer war es? Du fragst, wer es war? Ja. Ich kann nicht hier... Was? Es ist mir nicht gestattet, darüber Nun, zu sprechen. Nun, du hast damit angefangen. Ein richtiges Monarch-Drama. Ja. Was? Ja, ich schätze, da muss ich dich leider wieder hängen lassen. Und zwar diesmal wirklich. Naja, ich hatte nur gedacht, du würdest es mir erzählen wollen. Nun, ich mach mich mal frisch. Also, lass ich dich hier hängen. Wirklich. Okay. Geh feiern. Ja. Trink ein bisschen. Okay, alles klar. Danke für die Waffe. Dr. Emerald? Martin? Ich brauche Ihre Hilfe. Auf Sie hört er. Paul. Ist das so? Ich glaube, wir haben Probleme. Aber er versteht das nicht. Er weigert sich. Ich wüsste nicht, warum. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber ich weiß, dass Ihnen Monarch wichtig ist. Und wie es mit uns weitergeht. Und wenn wir den Nullzustand erreichen, müssen wir etwas tun. Und was könnten wir tun? Sie wissen, was wir tun können. Wissen Sie, Sophia... Es geht gar nicht so sehr darum, ob Paul auf mich hören wird, sondern dass ich nicht auf sie höre. Ich finde ihre Vorgehensweise eher kontraproduktiv. Sie stecken Paul mit ihrer ständigen Panikmache an und lenken ihn mit hohlen Weltuntergangsszenarien ab, um ehrlich zu sein. Ich bereue den Tag, an dem er ihnen auch nur einen Funken Verantwortung übertragen hat. Denn, wie sie sagten, ist mir Monarch äußerst wichtig. Was hat sie nur derart verängstigt, Martin? Wirke ich verängstigt auf sie? Was geht hier vor? Gar nichts. Wir haben uns nur nett unterhalten. Sie sollten sich auf Ihre Rede vorbereiten. Schönen Abend noch, Doktor. Hey, du bist Crocker, oder? Hey, Crocker! Crocker! Ich muss echt dringend kacken. Scheiße, komm schon, Croc! Crocker! Crocker! Komm schon, Crocker! Oh mein Gott. Oh.
vorne. Die Frau da mit der Halskette. Ich setze mein Geld auf sie. Mhm. Gute Wahl. Ja. Ich muss mich für unseren Ryan Gosling entscheiden, der drüben bei George Clooney. Checke Manschettenknöpfe. Redet über Aktien. Ja. Richard, wo zum Teufel bist du gewesen? Ich hatte meine Einladung nicht. Oh mein Gott, immer verlierst du alles. Ich habe überhaupt nichts verloren. Drama. Ja. Wow. Oh oh, da, sie holt's raus. Oh nein. Bam, ich sag's doch. Nein. Warum verliere ich bloß immer? Du schuldest mir ein Schwert. Ich glaube, ich krieg das Schwert. Ich kann nicht Nein, mehr. Regeln sind Regeln. Regeln sind Regeln. Wir machen das ja nicht zum Spaß. Du schuldest mir ein Schwert. Also gut. Okay. Okay, ich mach's. Wie ich Oliven hasse. Du schaffst das, Mann. Du schaffst das. Auf Montag. So, Leute, hier ist erstmal die Folge zu Ende. Sprich, hier mache ich eine Pause. Und wir erleben dann beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Und in diesem Sinne, ihr wisst ja, wie es geht, mit Kommentare, Like und Abo. Und dann bis zum nächsten Mal und bis denne.